Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch den TSW. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache mal ein paar Videos, weil mir das Spiel hammergut gefällt und ich das supporten möchte. Dies ist eine ACS-64-Elektrolokomotive, auch bekannt als Amtrak City Sprinter. Sie wird ausschließlich im Nordosten der USA verwendet. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Um die Lok mit Energie zu versorgen, halten Sie den Batterieschalter für mindestens 5 Sekunden. Ja, ich habe gedacht, ich starte mal. Und okay, rechte Maustaste ist freie Sicht. Um die Lok mit Energie zu versorgen, halten Sie den Batterieschalter für mindestens 5 Sekunden gedrückt. Machen wir doch mal. Als nächstes gehen Sie durch die Tür und den Gang hinunter zum Schalter für den Stromabnehmer. Also wie gesagt, ich habe die Lok noch nie gefahren. Und ich habe gedacht, ich springe einfach mal ins kalte Wasser und probiere es mal. Mal schauen. Stromabnehmer Vorderseite. Schalten Sie auf das Heck. Gehen Sie weiter in den Führerstand und, wenn Sie bereit sind, setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Okay, mache ich. Heben Sie nun den Stromabnehmer, um ihn mit der Oberleitung zu verbinden. Ob ich das alles noch weiß nachher? Trennschalter MCB auf geschlossen. MCB geschlossen. Okay. Um zu zeigen, dass diese Lokomotive einsatzbereit ist, stellen Sie die Spitzensignale auf hell und die Warnlichter auf ein. Das ist das Frontlicht. Warnlichter auf 1. Blitz. Okay. Stellen Sie den Richtungswender in die Position vorwärts. Um losfahren zu können, lösen Sie die automatische Bremse. Ziehen Sie den roten Hebel ganz zu sich heran. Ganz zu sich heran, okay. Mit zwei kurzen Pfeiftönen informieren Sie Menschen um Sie herum, dass diese Lok gleich losfahren wird. Gut gemacht bis jetzt. Erhöhen Sie nun die Leistung, indem Sie den Leistungsregler auf mindestens 40% stellen. So. Ich komme gar nicht mehr nach mit Lesen. Das sieht schon spitze aus. Ich muss sagen, das Spiel ist mega genial. Ja, ich habe gedacht, ich werde mal anfangen, die Loks, die Einführungsvideos zu machen, um das Spiel näher zu bringen und später dann auch mal die Strecken abzufahren und so. Aber ich muss sagen, zum alten Train Simulator ist das schon ein Riesensprung nach vorne, also schon nur wegen der Grafik und so. Und wie ihr vielleicht seht, also die das Spiel schon haben und so,
Ihr seht, ich habe das Spiel etwas modifiziert. Ich habe unendliche Weitsicht in dem Sinne aktiv und so. Um eine konstante Geschwindigkeit zu halten, stellen Sie den Leistungsregler zurück auf Leerlauf. Mach ich mal. Um die Lokomotive zu einem sanften Halt zu bringen, bewegen Sie den Hebel der automatischen Bremse auf minimale Reduktion. Und das war's auch schon. Ziemlich einfach, oder? Also ich möchte jetzt nicht wissen, was man da alles einschalten kann. Aber für einen Hobby-Lokführer wird es wohl reichen, denke ich. Also ich kann euch noch unten in der Beschreibung, ich habe einen Steam-Guide verfasst. Jetzt wird er wahrscheinlich gerade reden. Wenn Sie dieses Training im alltäglichen Betrieb anwenden, werden Sie das sicher großartig machen. Okay. Ja, das war das erste Tutorial. Also wie gesagt, ich kann euch sonst dann unten in der Beschreibung noch den Steam-Guide von mir hinzufügen. Ich habe dort einen Guide erstellt, wie ihr zum Beispiel die Weitsicht unendlich weit einstellen könnt und verschiedene Modifikationen, zum Beispiel, dass das Gras besser aussieht, dass die Bäume nicht mehr aufpoppen, wahlweise den Nebel ausschalten und solche Sachen. Ich habe alles auf Deutsch gemacht. Auf Englisch gibt es ja solche Tuning-Tutorials schon und ich habe gedacht, ich möchte ein bisschen den deutschen Markt etwas unterstützen, den deutschsprachigen Raum. Deswegen habe ich auch gedacht, ich mache jetzt dann mehrere Videos. Ich habe jetzt diesen Winter Sale gerade mir alle Module gekauft, also alle Strecken, alle Züge. Und ich muss kurz spicken. Ich habe mittlerweile schon 98 Stunden versenkt in das Spiel, wobei einige Zeit auch AFK-Zeit ist. Aber ich muss sagen, ich bin unheimlich begeistert. Man fährt vielleicht nur von A nach B, aber das Gefühl, das aufkommt, ich muss sagen, ich finde das genial. Also das Spiel ist richtig Bombe, wirklich genial gemacht. Ich weiß nicht, soll ich den GP38-2 auch noch machen? Ich kann ja noch die Lok fahren, dann die zwei noch, dann habe ich die gerade fertig. Also wie gesagt, ich habe noch mehr als die Hälfte nicht gemacht. Ich bin mich da so reinarbeiten langsam. Aber ich muss sagen, das Gefühl, Fahrgefühl und so ist mega genial. Also ich finde es genial, wirklich am. Und dass es eben noch besser wird, habe ich gedacht, ich unterstütze das Spiel, mache ein paar Videos und so. Das ist die GP38-2-Lokomotive. Wird vorwiegend für Rangierarbeiten und leichte Gütertransporte eingesetzt. Setzen Sie sich auf den Fahrersitz und lernen Sie die Grundlagen wie das Starten und Stoppen der Lokomotive. Beginnen Sie damit, in den Zug einzusteigen und betreten Sie den Führerstand durch die angezeigte Tür. Also wie gesagt, in dem Guide, wo ich erstellt habe, man sieht ja eben in der Weite, wie die Gleise sich aufbauen oder die Bäume oder Büsche poppen auf oder Gräser werden aufgebaut. Und das kann man alles, wenn man die PC-Version hat, kann man das alles modifizieren. Also wenn man einen guten PC hat, kann man die Weitsicht unendlich quasi stellen. Und man kann diverse Sachen optimieren und so. Am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht, als ich gesehen habe, wie sich die Gleise dort aufbauten und so. Und Gebüsche, Bäume poppten auf, das hat ein bisschen
die Stimmung zerstört. Aber ich bin froh, kann man das zum Glück alles Sehen anpassen. Sehen Sie sich ein wenig um und setzen Sie sich auf den Fahrersitz, wenn Sie bereit sind. Okay. Fangen wir an. Stellen Sie die Spitzensignale auf hell, um die anderen Lokführer zu informieren, dass diese Lokomotive funktionstüchtig ist. Stellen Sie den Richtungswender in die Vorwärtsposition. Lassen Sie das Signalhorn zweimal ertönen, um den anderen Lokführern zu signalisieren, dass sie losfahren. Bevor wir die Leistung erhöhen, müssen Sie zuerst die Bremsen lösen. Bewegen Sie die automatische Bremse in die Position Lösen. Ja, weil was mich auch ein bisschen gestört hat, ist die... Ich habe in den Steam-Reviews gelesen, eben das Spiel sei verbuggt und so zum Teil. Oder eben, dass gewisse Funktionen nicht gehen, also die Tutorials, die Einführungen und so weiter, die wo ich jetzt gerade spiele. Und ich habe nachher herausgefunden, das liegt am... Der, wo davor sitzt, vor dem PC, also das ist ja Skripts, dort hat es ja Skripts in den Tutorials und einige drücken da kreuz und quer alles schon durch, deswegen wird da der Punkt nicht ausgelöst zum nächsten Schritt. Und ich habe das probiert zu reproduzieren und die einzige logische Lösung war, dass man die Tasten viel zu schnell drückt. Wenn ich jetzt hier alles Mögliche drücken würde oder so, dann kann es einen Fehler geben, dann muss man das Tutorial neu starten. Aber es ist kein Bug, weil es ist ja so geschrieben, programmiert worden, um es einfach auszudrücken. Damit es dann den nächsten Punkt auslöst. Das heißt, ich muss das wirklich hier abarbeiten, wenn ich jetzt das auf Lösen stelle oder so. Ihr seht, jetzt kommt der nächste Punkt, oder? Leistungshebel auf die Stufe 1 stellen. Und wenn man die Punkte wirklich schön sauber abarbeitet, dann funktioniert wirklich jedes Tutorial. Also, das liegt nicht dran, weil es verbuggt ist oder so, sondern weil schlichtweg der Punkt nicht abgearbeitet wurde sauber. Also ich kann es mal hier zeigen, ich gehe mal ein bisschen hoch. Ihr seht, die Weitsicht ist unendlich, die Gleise zeigt es alle an. Und was ich gemerkt habe, ist, wenn man stillsteht, gibt es hin und wieder bei parkierten Autos, wo Nummernschilder dran haben oder so, dass die Textur aufflackert. Für das gibt es dann die Einstellung hier. Ihr könnt dann umschalten auf FXAA. Dort konnte ich das Flackern beheben. Am Anfang. Und jetzt, wo ich das Spiel ein bisschen modifiziert habe, kann ich TAA, habe ich die besseren Ergebnisse. Ich kann es auf 200% schalten. Ich habe alles auf Ultra und Hoch und es läuft absolut flüssig. Das Einzige, was ich nicht wegbekommen habe, ist, es hat hin und wieder so Nachladeruckler, ganz kleine. Ich habe die Festplatte gewechselt von HDD auf SSD. Ich habe sämtliche Grafikeinstellungen durchgegangen. Habe den Prozessorkern von 8 Kerne auf 4 Kerne umgeschaltet und so. Das hat nichts gebracht. Ich kann es mal kurz zeigen. Hier sieht man jetzt den Effekt dort hinten. Hier sieht man ja die Gleise ganz minim etwas aufflackern. Und dahinter am Gebäude der Effekt.
Also wenn man TAA einstellt und auf 200% ist das weiter weg. Wenn ich TAA zum Beispiel deaktiviert habe und FXAA ist der Effekt circa hier. Ich kann es sonst kurz mal zeigen. Ihr seht, mir ist das so ein bisschen eine Herzensangelegenheit geworden, weil ich das Spiel sehr, sehr mag. Jetzt mal schauen. Ja, hier ist jetzt der Effekt natürlich gerade nicht. Aber ihr seht, es ist ein bisschen... Das Flackern da hinten hat aufgehört. Mit dem FXA auf 200%. Jetzt mal schauen, es ist, was mir aufgefallen ist, es ist immer ein bisschen auf die, je nach Karte ist das ein bisschen anders. Jetzt stelle ich mal auf 100, vielleicht kann ich es, ja, hier sieht man jetzt auch ein wenig, da so ein Flackern leicht irgendwie, also sind die Buschbewegungen und so. Ich kann es hier in dieser Szenerie nicht reproduzieren. Das war im Rapid Transit Modul, wo das geflackert hat. Also diese Szenerie habe ich noch nie gespielt. Jetzt seht ihr, jetzt ist das wieder weg. Also anscheinend, ihr könnt mal probieren, wenn ihr eben da hinten das Flackern habt. Bei TAA habe ich das Bild allgemein besser, aber es kann dann eben da hinten so ein Flackern entstehen. Und wenn es auf 200% ist, ist das weiter weg. Und wenn ich es auf 100 habe, ist das etwas näher. Jetzt mache ich das nochmal. Ja, seht ihr, da fängt es schon dort vorne an zu flackern. Also ihr seht, da müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass das die Programmierer noch in den Griff bekommen, die Fehler. Deswegen habe ich auch gedacht, ich werde das Spiel jetzt ein bisschen Videos machen, Guides erstellen und so weiter. Und also das Spiel, ich finde es hammer mega genial von der Atmosphäre. Jetzt kann ich den Effekt wahrscheinlich... Eben wie gesagt, ich spiele die Strecke und diese Lok zum ersten Mal. Ja, hier sieht man es jetzt zum Beispiel auch ein bisschen dort vorne, der Effekt. Also wenn man FXAA anschaltet, seht ihr jetzt da so ein bisschen einen Effekt, so als würde sich der Sand bewegen oder als wäre Wasser drin oder so. Und wenn ich jetzt eben TAA nehme, sollte das eigentlich weg sein, aber dann habe ich eben in manchen Gebäuden dort hinten dann eben dieser komische Welleneffekt. Jetzt teste ich das mal. Jetzt müsste sich eigentlich nichts mehr bewegen. Also ihr seht, es ist eine Einstellungssache. Mit TAA ist jetzt alles still, die Szenerie. Aber ich kann mal wieder zurück zu dem Gebäude dort hinten gehen. Ihr seht schon jetzt in der Ferne hier. Mit TAA habe ich an manchen Gebäuden... Dort hinten da der Welleneffekt. Auf 200% ist er fast nicht sichtbar. Dass das für den Moment schnell genug ist. Um unsere derzeitige Geschwindigkeit zu halten, setzen Sie den Leistungshebel zurück auf Leerlauf. Also da müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Ich habe eine GTX 1080 Ti mit 11 GB RAM. Und wie gesagt, ich habe ja am Anfang an schon das mit TAA aktiviert gehabt. Also von der Lok aus und vom Fahrgefühl habe ich mit TAA das schönere Erlebnis, den schöneren Effekt, als wenn ich
FXAA machen, dann ist der Sand so wie in Bewegung. Ihr habt ja den Effekt vorhin gerade gesehen. Das stört mich persönlich. Und so finde ich, ist die Szenerie schön ruhig. Es poppt keine Gräser auf, keine Bäume. Wie gesagt, ich verlinke euch den Steam-Guide unten in der Beschreibung, wo ich erstellt habe. Falls ihr auch noch irgendeinen Tipp habt oder so, wie man das etwas verschönern, verbessern kann, dann könnt ihr das gerne hinzufügen oder schreiben. Ich werde euch erwähnen, wenn ihr das wünscht oder auch nicht, je nachdem, oder? Ja, eigentlich wollte ich hier das Tutorial von den zwei Zügen zeigen, aber ich bin jetzt etwas abgedriftet. Was Sie jetzt noch tun müssen, ist den Zug langsam anzuhalten. Stellen Sie die automatische Bremse auf anfängliche Reduktion, um nur ein wenig Bremsdruck auszuüben. Ja, tut mir leid, habe ich euch jetzt da so viel erzählt, aber es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich habe sehr viele Steam-Reviews gelesen, eben, dass das Spiel scheiße ist, ist es aber nicht. Man kann sehr viel optimieren und selber machen. Und es gab auch schon Updates und Patches, wo die ganze Sache verbessert haben, also das ist... Gut gemacht. Ich glaube, Sie sind nun soweit, selber eine GP38-2 zu fahren. Wechseln Sie doch in den Fahrplanmodus und schauen Sie, was zur Verfügung steht. Bang, und schon habe ich einen Erfolg noch bekommen. Also wie gesagt, ich kann dann sonst noch ein Video auch nochmal machen, falls ihr noch Fragen habt zu gewissen Einstellungen, wenn ihr euch das nicht zutraut oder so, ich helfe euch da gerne. Ja gut, ich werde mal das Video beenden. Ich komme da gar nicht aus dem Schwärmen heraus, tut mir leid. Ja gut, wir sehen uns in einem anderen Video. Vielen Dank fürs Zusehen und habt eine schöne Zeit. Und in dem Sinne, mach's gut, bye bye.